Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Magicka. Diesmal geht's mit einer neuen Herausforderung weiter, der Vietnam-Rettungsmission. Ich lege auch direkt los, ja, es erwarten uns viele Exkursionen, viel Geballer und natürlich wieder der typische Humor. Ja, die Einleitung macht mal wieder Captain Flat. Ja, diesmal hat er sich ein bisschen verkleidet und wir müssen Funkstationen hochjagen, sowie Munitionslager und natürlich auch noch ein paar Gefangene befreien. Schließlich treffen wir uns dann am Sammelpunkt. Er muss jetzt los, denn die Sonne schadet seinem Teint. Und da fliegt der Heli weg und wir werden direkt ins Getümmel gestürzt. Ja, da warten die ersten Goblin-Bauern. Und Goblins sind auch die Gegner, die wir halt die ganze Zeit hauptsächlich antreffen werden. Ein paar andere gibt's schon noch, aber hauptsächlich schon die. So, helfen wir denen doch hier mal noch ein bisschen. Der kann direkt mal noch mitsterben. Denn ich nehme gerne seine Waffe. Die M60 ist für mich immer noch die Lieblingswaffe. Gibt zwar noch ein paar andere, aber vom Gefühl her ist die am besten. Sie hat eine gute Feuerrate und macht auch noch richtig viel Schaden. So. Die Überraschungstruppe da, die kann mir dann doch nichts mehr. Also ich habe es schon einmal gemacht. So. Hier schnell durch. Wieder ein bisschen was hochjagen. Und da wartet ein kleiner anderer Gast. Das war eben Ork, die machen normalerweise extrem viel Schaden, wenn sie denn lang genug leben. Der hat es eben gerade halt nicht getan, deswegen war das ein bisschen useless. Ja. Ich kann hier natürlich auch ganz normal feuern. Und wir haben jetzt auch noch Napalm freigeschaltet. So, was ist denn? Probieren wir das direkt mal aus. Dort war auch ein Raketenwerfer. Und wenn man halt den Schild anhat, dann wird man extrem zurückgeschlagen, wenn man getroffen wird. So, ach, ich kann mich jetzt nicht heilen, weil ich ein Lebensschild auf mich gewirkt habe. Oh, das wäre fast ein One-Hit gewesen. Ja. Jetzt ist das Schild hier auch runter. Jetzt kann ich mich auch wieder heilen. Wenn wir eben die Kollegen ausschalten. So, nochmal ganz kurz überprüfen. Das scheint kaputt zu sein, oder? Ja, ich denke schon, dass es kaputt ist. Und damit kannst du einfach mit passender Musik zum nächsten Ziel gehen. Der ersten Funkstation. Hier erwartet uns auch ein kleines Problem, solche Mörser. Denn die stoßen einen zurück, wenn man halt von denen getroffen wird. Ja, du stehst im Weg, Kollege. Du bist für das Allgemeingut gestorben oder so. Irgendwas wird schon passen. Ja, aber man sieht schon, also ein Treffer hat mir gerade die Hälfte meiner Lebenspunkte abgezogen. Also da sollte man hier nicht spaßen. Sonst kann das auch mal ganz schnell nach hinten losgehen. Im Multiplayer kann man natürlich das Ganze witzig hier noch einfach wiederbeleben und damit wäre dann die Sache gegessen. Aber hier ist das dann ein bisschen schlimmer. Denn man muss einfach von neuem anfangen, ist ja ganz klar. Ja. Hier warten auch schon die ersten Bauern wieder im Gras und es kommen natürlich auch schon Verstärkungsbauern an. So, die sind natürlich noch kein Problem. Aber wir kommen jetzt in das Hauptlager und ich verletze mich hier schon wieder selbst. Ja, mache ich noch ein bisschen weiter. So. Okay. Das war jetzt mal ganz kurz gefährlich. Oh. Vielleicht ein bisschen länger, wenn ich hier solche Misten mache. Aber normalerweise sollte das nicht so ein großes Problem sein. Ich muss jetzt hier erstmal die Türme abfackeln.
Genau, da hat man eben im Schatten gesehen, dass der noch weggegangen ist. Und wenn die getroffen werden, sind sie natürlich auch so ein bisschen zurückgeworfen. So, jag ich das mal noch schnell hoch und dann geht's auf die andere Seite. In Deckung gehen hier erstmal. Um das hier hochzujagen. So, dann wähle ich mal wieder Napalm aus. Damit geht das hier ein bisschen leichter, wenn man in Deckung gehen kann und von da aus dann alles wegmacht. Genau. Und da ist natürlich noch ein Lager, was hochgejagt werden muss. Denn aus solchen Lagern kommen immer neue Goblins. Und man möchte ja mit der Pest auch irgendwann mal fertig sein. Das heißt, es geht einfach weiter. Und hier wartet schon wieder das nächste Lager. So ein bisschen beeilen, denn da kommt ganz schön schnell ein neuer. Ja, man hat es gerade gesehen. Von oben erwartet uns dann auch noch ein Kollege. Genau, die wurden auch gleich nochmal draufgejagt. Oh, das war gerade falsch. Ja, da wurde ich erstmal wieder weggekickt. So, ganz schnell mal hier alles Explosive zerstören, damit da nichts mehr passieren kann. Und dann mal einmal draufhalten und alles erstmal wegmachen. Und Napalm regelt das Ganze für uns. So. Genau. Den Funkturm hier noch eben hochjagen. Und da sieht es doch schon ganz gut aus. Jetzt brauche ich aber mal das Schild, denn hier wartet jetzt ein etwas größerer Kollege auf uns. Dort oben, genau, da sieht man schon seine Schüsse. Ja, wir sehen den schon nochmal, keine Angst. Also, ich habe ja jetzt keinen einzigartigen Gegner einfach mal so getötet. Aber seine Schüsse hauen schon ganz gut rein. So, hier oben brauche ich jetzt eigentlich gar nicht. Ach doch, da ist noch ein Munitionslager. So. Napalm mal eben das hochjagen. So lange beschützen, genau. What the fuck? Ja. Und hier hätte ich mich gerade fast selbst hochgejagt. Aber natürlich nur fast. Das war natürlich ganz kühl ausgerechnet, kalkuliert. Hier warten auch schon wieder die Geschütztürme. Die ich mal eben verbrennen wollte. Genau so. Sieht aus wie ein Ja nicht wegrennen Goblin. Okay. Ja, den erledigen wir mal immer. Jeder Feind, der nicht wiederkommen kann, erledigt ist, ist gut. So. Hier unten warten auch noch ein paar Freunde. Den schicke ich auch mal noch ein Geschenk. Oh. Tschüssi. Wenn man das ein bisschen kennt, ist das dann doch vorteilhaft. So, und von hier hinten auch direkt mal noch das Lager hochjagen. Oh, jetzt muss ich schauen, dass ich nicht selbst getroffen werde. Das war knapp. Und hoffentlich habe ich keinen Gefangenen getötet. Nein, sieht gut aus. Okay. Ja. Ja, das russische Scrabble war ganz cool. Und der ist auch cool, der Typ, denn der hat einen Bogen mit Explosiven geschossen. Ich weiß jetzt gar nicht, ob man das sehen kann. Ja, genau. Das kann man ganz kurz mal anschauen. Oh, da hat er mich gerade hochgejagt. Wow, 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 wow. Okay, wir schauen uns das jetzt nicht weiter an. Wir haben Besseres zu tun. Wir haben zu überleben. Holy moly. Was war da denn gerade los? Okay. Ja, den Bogen kann man aber auch leider nicht als Waffe nehmen. So, und es geht in den weiteren Abschnitt.
Ja, hier sind jetzt auch wieder ein paar Stellungen der Goblins. Die haben nicht ganz so eine hohe Range und das kann man halt ausnutzen. So, jetzt hier erstmal die Typen. Oh, von rechts wollte ich gerade sagen. Genau, da warten wieder so ein paar Bauern. Die beschützen nämlich etwas und dann hier einmal wieder durchziehen. Genau. Denn hier kommt ein weiterer Zauber, den man doch noch ganz gut gebrauchen kann. Auf jeden Fall. So, und... Ah, da wartet wieder ein verrückter Ork. Aber wir nutzen einfach das Überraschungsmoment aus. Fertig. Okay, cool. Oh, da ist wieder so ein großer Typ. Jetzt kann ich ihn mal zeigen. Ja, die sind echt freakig. Oh, oh. Ich muss überleben. Oh. So, wenden wir doch einfach mal die Zeitzerrung an. Und schnell den erledigen. Das ist das Wichtigste. Jetzt diesen Hans. Und wir werden natürlich erstmal weggekickt. Ganz normal hier. Ja, genau. Okay. Ich denke, jetzt geht's erstmal wieder ohne Zeitzerrung. Oh, hier steht ja direkt einer. Ja, da hätte ich mich ohne Schild jetzt einfach mal umgebracht. Aber wozu hat man's denn? So, einfach wieder die Stellungen mit Napalm brechen. Damit löst sich jedes Problem. Einfach Napalm rein. Ja, Probleme mit eurer Schule? Einfach Napalm rein. Nee, Spaß. Das ist natürlich nicht zum Nachmachen geeignet. Sondern das war hier gerade nur ein Scherz. So. Okay, cool. Oh, da wartet wieder einer. Den dampfe ich einfach mal weg. Auf die ganze Methode. Wir könnten auch so einen Raketenwerfer mitnehmen. Aber der hat eine ziemlich hohe Nachladezeit. Und jetzt werde ich mal noch die Zeitzerrung nehmen. Das Gute ist, es geht nicht auf unseren Zeitbonus. So. Ja, sobald die ausläuft, nehme ich einfach wieder eine. Genau. Denn die werde ich hier ganz gut gebrauchen. Oh, yeah. Heil dich doch. So. Den eben weglaufen. Da nicht hin. Oh, jetzt wird's hier langsam schon böse. Aber ein paar sollte ich noch so auf die Weise erledigen. Aber was ist denn jetzt hier los? Wieso komme ich hier nicht vorbei? So. Wieder Zeitzerrung reinhauen. Kann man das Ganze ein bisschen besser abschätzen. Jetzt sollte ich wieder mal ein bisschen weglaufen. Oh, das hat nicht ganz gereicht. So. So, wieder heilen. Ein bisschen langsamer machen. Wozu hat man es denn? Und dann werden die hier ganz cool besiegt. Okay, da noch schnell weglaufen. Oh, jetzt muss ich auch schon wieder das nehmen, ey. Das ist ja echt so ein bisschen gefährlich. Ja, jetzt habe ich nicht mal den richtigen Spell. So, einmal Napalm rein, bitte. Die haben das nötig. Ja, da hat es ein paar erwischt.
Das ist ja schon mal gut. Und jetzt kommen ja auch die bösen Orks. Die Verrückten. Okay, und ich sollte mal hier irgendwie diese... Oh, jetzt wird's gefährlich. Mich treffen lassen wir jetzt. Ja. Ich muss hier ganz schnell einmal Napalm reinjagen. Okay, und jetzt halt durchhalten. Das ist jetzt die Devise, bis das Napalm runterkommt. Genau. Jetzt habe ich wieder einen kleinen Schutzort. Echt nicht zum Spaß. Oh. Da kommen schon die Raketenwerfer, genau. Ich wäre froh drüber, wenn ich da mal noch die restlichen erwische. Aber das scheint mir verwehrt zu bleiben. Oh, ist doch falsch. So. Ah, sehr gut. Habe ich es ja doch noch geschafft. Ja, was kommt denn hier jetzt alles an? Ja, da rettet uns natürlich der Held Vlad in letzter Sekunde. Und die jagen sich ja alle fast selbst in die Luft. Okay, damit wäre auch die Herausforderung geschafft. Ja, mal sehen, wie viele noch kommen werden. Ja, auch mit allen Zielen. Ein kleiner Zeitbonus ist natürlich auch noch drin gewesen. Nicht viel, aber immerhin. Okay, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Magicka. Tschüss.